Die ehemalige GNTM-Kandidatin Lieselotte wurde 2022 zum Unikat der Show. Mit Ende 60 wurde sie Sechstplatzierte. Die Singlefrau ließ in der Show immer wieder durchblicken, dass sie zwar schon ewig Single sei, doch einer Beziehung abgeneigt wäre sie wohl auch nicht. Ob hübsche Italiener oder Heidi Klums Ex-Mann Ziel, Lieselotte kam bei GNTM schnell ins Schwärmen. Jetzt meint sie es aber ernst und sucht eine neue Liebe. Und das im deutschen Fernsehen. Auf Instagram verkündet das Best-Ager-Model: Also erstmal will ich klarstellen, mein Herz gehört meinem Sohn und meinem Vati. Aber seitdem ich bei GNTM war, ist es vorbei mit meiner Ruhe. Und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir jetzt einen Mann besorgen. Die Show soll auf Sat.1 starten. Dort wird Lieselotte jede Menge Männer kennenlernen. Was soll das bloß werden? Ich bin 35 Jahre Single und verstehe die Männer eh schon lange nicht mehr. Jetzt legt die Mutter eines Sohnes sogar richtig los und startet einen Aufruf. Falls ihr einen gut aussehenden, humorvollen und sportlichen Mann kennt, schickt mir den mal rüber. Die Herren sollen mal so zeigen, was sie drauf haben. Bewerbungen werden schon entgegengenommen, wie man dem Post entnehmen kann. Und wer weiß, vielleicht trifft Lieselotte nun auf ihren Traummann.